Hallo, hier ist der Martin von Money Monkeys. Das ist die DAX-Analyse für nun Dienstag, den 10.03.2020. Und im DAX setzt sich das Bullensterben weiter fort. Die Schlachterbank, die funktioniert hier ordentlich. Also hier fliegen momentan so einige über die Planke. Nicht nur private Trader wahrscheinlich. Ich glaube, hier lässt auch der ein oder andere institutionelle Kunde momentan gut federn. Da dürften sich wohl die ein oder anderen Türen nun schließen, wenn man hier die falschen Entscheidungen trifft. Wir schauen mal auf unseren DAX. Wir haben ja so ein bisschen auch gesagt, ne, dass man dem Montag schon nach unten auch ein bisschen seinen Freiraum geben lassen sollte, dass man ihn ein bisschen austreten lassen sollte. Psychologisch gesehen hatten wir ja schon am Freitag, wir haben schon am Donnerstag davon gesprochen, dass es für den DAX eigentlich nun cool oder einfach wäre, sich zum Freitag nochmal unten ran vorzulegen, zum Montag dann so richtig diesen Crash-Gedanken bei allen in die Köpfe zu ziehen, damit man danach dann so langsam mal wieder in die Erholung reingehen kann. Ich muss ganz ehrlich sagen, das, was wir jetzt zum Montag haben, was soll ich dazu sagen? Also, ich habe wirklich überlegt, ob ich mit Ihnen hier ein Video mache oder nicht. Weil letztendlich, ich muss jetzt den Dienstag abwarten. Ja, was soll ich hier sagen? Also, das ist ja Wahnsinn. Wahnsinn, da fehlen mir einfach auch die Worte. Ne? Also so ein großes Abwärtsgap, das dann nicht mal ansatzweise auch zu closen. Also das hat schon mehr als Seltenheitswert. Auch die ganze Kursbewegung, sehr, 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 sehr krass. Erholung direkt wieder wegverkauft. Handelsaussetzer bei den Amerikanern. Von einer Handelsaussetzung direkt in die nächste dann auch reingegappt. Wenn ich das jetzt richtig mitbekommen habe, haben wir fast 10% Kursverlust auf dem DAX gehabt. Das ist brutal, Freunde. Also an einem Tag, das ist schon nicht mehr lustig. Also da muss man auch nicht mehr drüber nachdenken, ist das jetzt ein Crash oder ist es keiner. Wichtigste Frage ist jetzt, wie geht man jetzt danach um? Wie geht man jetzt vor allen Dingen mit weiteren Kursverlusten um? Wohin kann er noch? Wohin will er noch? Wann geht er zurück? Keine Ahnung. Also wir müssen grüne Kerzen abwarten, Umkehrsignale. Sie sehen es, hier kommt ein kleiner Kreuzwiderstand bei der 10.100. Gucken Sie mal den letzten Kreuzwiderstand, der hatte dicke Linien. Da sehen Sie es schon so ein bisschen, wie unser DAX drauf ist. Die da oben, was habe ich jetzt hier aufgemacht? Hallo. Das will ich nicht. Wo habe ich denn jetzt drauf geklickt? Oh, verkehrt. Ich wollte hier einfach mal ein bisschen aufräumen. Also, das sehen Sie, nicht geklappt. Hier, nicht geklappt. Volle Hütte. Voll Totalschaden. Also Wahnsinn. Hier unten, ja, kommt Kreuzunterstützung, wo kommt die her? Können wir mal gucken, das ist hier so eine alte, ja, tieffolge Kante, sowas mag der DAX eigentlich schon. Ich sehe jetzt hier unten so ein bisschen dieses Tief, dieses 2018er Tief, was eigentlich schon krass ist, ja. Also wir haben in 2, 3 Wochen haben wir jetzt die Bewegung komplett 2018 ausgekundet. Und es war ja schon Katastrophe 2018, was hier am Ende passiert ist. Das hat er heute einfach mal in einem Tag gemacht. Diese Panikwochen, können Sie sich noch erinnern, Ende 2018, um Weihnachten rum, was da für ein Stress aufgekommen ist. Oh mein Gott, was da auch für Leute geschrieben haben und Aktien verkauft haben und so weiter, was das für ein Stress ausgelöst wurde. Und hier, das ist momentan Wahnsinn. Also ich habe heute auch Sprachnachrichten bekommen, die waren 10 Minuten lang, dann kam gleich die nächste hinterher, 12 Minuten, dann noch eine hinterher mit 8 Minuten. Ich konnte es mir, ganz ehrlich, ich konnte es mir nicht anhören, alles. Also das tut mir dann auch leid, geht einfach nicht. Wie soll ich es denn machen? Also sie macht die ganze Zeit, macht es nur Bing, 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 Bing. Wir wollten eigentlich die ganze Zeit mal unsere Website vorwärts bringen, unsere Website online stellen auch, haben da viele tolle Sachen vorbereitet. Nichts passiert da, also meine Güte, das ist ja Wahnsinn, was das für eine Aufmerksamkeit verschluckt hier momentan, das Gerät. Aber ist mir dann auch erstmal wichtiger, den Leuten zu helfen, die da irgendwie gerade Hilfe brauchen. Jetzt kamen ja auch die ersten Meldungen, dass einige Copy-Trader, also einige, die auch, also was heißt einige, es waren jetzt zwei, die Leuten per Copy-Trading gefolgt sind, die seit 3 Jahren super gute Ergebnisse haben, die super gut fandeln, super schöne Statistiken haben, die haben jetzt einfach mal heute ihr Konto zerhauen und dann wird natürlich bei denen, die kopiert haben, auch mit weg. Also sie haben es mir auch beide erklärt, nach welchen Kriterien sie die ausgesucht haben, hatten auch geguckt, handeln die immer mit Stop-Loss, handeln die, haben die Risikoparameter, die die einhalten und so weiter und waren relativ zuversichtlich, dass die beiden oder dass diejenigen, die, also die Copy-Trader ausgesucht hatten, dass
sie da auch bewusst, welche genommen haben, wo das klappt. Ja, und dann kommen hier Ausnahmesituationen, die bringen die Leute an Grenzwerterfahrung. Und wenn du denkst, es geht nicht weiter, kommt irgendwo der DAX und zeigt es dir. Ja, was soll ich denn da sagen? Das ist krass. Ja, also ich habe ja damit gerechnet, dass wir Montag nach unten hauen. Damit habe ich nicht gerechnet. Ja, also, ich habe damit gerechnet, dass wir nach unten knallen, aber nicht in dem Ausmaß. Das fällt mir jetzt auch hier ein bisschen schwer, Ihnen jetzt hier irgendwie noch was Brauchbares herzuleiten. Wie gesagt, ich habe hier noch so diese 10.100, 15, 10.100. Da wären wir unter diesem letzten Tief einfach mal drin, hätten da noch ein paar Stops geholt, hätten hier eine kleine Kreuzunterstützung, aber nach der Kerze, eigentlich müsste ja hier nochmal ein Abwärtsgap runterkommen und nicht. Mal gucken, Dienstage macht das sehr häufig, sogar eher Aufwärtsgaps. Also mal gucken, ne? Dieser typische Turnaround Tuesday fängt ja eigentlich an, Aufwärtsgap, dann nochmal runter ans Tief und dann wieder hoch und dann in die Stabilisierung rein, die sich bis Donnerstag holen kann. Das war ja so die Grundtheorie, die wir auch aus Freitag mitgenommen haben, ne? Dass er zum Freitag anfällt, zum Montag durchfällt, richtig nach unten austritt, aber mit richtig habe ich gemeint, hier vielleicht so. Hier mal kurz drunter. Ne? Das habe ich mal gemeint mit mal kurz richtig austreten. Das habe ich nicht erwartet. Das ist Wahnsinn. Wir haben auch sogar hier, wir haben sogar oben die 11.000, die hat man sogar als Rücklaufmarke im Dienst bezeichnet, die bei uns die Mails kriegen. Ne? 10.69 bis 11.000 haben wir gesagt, wäre da Rücklaufmarke und letztendlich Shortmarke. Habe ich noch groß betont, ich würde das nicht shorten. Nach bei so einem Gap, ne, weil es natürlich auch eine gewisse Anziehungskraft hat, Pustekuchen. Das wäre ein Ding gewesen, der nochmal 700 Punkte angelaufen wäre. Wahnsinn, 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 Wahnsinn. Das bringt auch mich langsam hier an Grenzwerterfahrung, weil das habe ich noch nie gesehen. Also selbst im historischen Durchblättern von Charts, das habe ich noch nicht gesehen. Also das habe ich selbst in historischen Charts noch nicht gesehen, dass wir so eine krass fette Abverkaufsbewegung in so kurzer Zeit haben. Ne? Ich stelle mir immer die Frage, wie kommt da aus sowas jetzt wieder raus? Ne? Es gibt so viele, die jetzt hier leidig drin hängen. Gibt so viele, die sich jetzt schon ärgern, dass sie oben mit 100% investiert waren. Es gibt viele, die nicht abgesichert sind. Die, ja, jetzt überlegen, wie geht das jetzt um? Also ehrlich gesagt, ich glaube, wir müssen da aktiv mitgehen. Ich möchte da Stand hier noch keine Prognose machen. Das erscheint mir auch, also da, ich weiß nicht, da können wir uns auch über das Wetter unterhalten, ne? Also, ob es morgen regnet oder schneit. Ich muss dann erstmal sehen, wie dreht das sich ein, wo dreht das sich ein, fängt es sich überhaupt, geht er noch tiefer, bis wohin, geht er jetzt bis 9.400, geht er runter bis 8.000, keine Ahnung, ist ja alles drin. Ne? Wenn man mal guckt, was der jetzt hier in 2 Wochen gemacht hat, ich sage immer, eine Bewegung, die beschleunigt nach unten eher auf, dann müsste man die nächste Kerze eher so in dem Bereich hier sehen. Ja, und dann haben wir irgendwo hier Ziele um 8.820, ne? Also vom Chartbewegung würde das sogar stimmig aussehen. Einfach der Pullback hier auf diesen letzten Abwärtstrend, der kommt bei 8.900 rum, 8.800. Aber da komme ich mir selber blöd vor, wenn ich Ihnen jetzt hier nochmal 1.500 Punkte Platz nach unten gebe. Auf der anderen Seite haben wir alleine 1.100 Punkte nach unten, nee, noch mehr, 1.200 Punkte nach unten gemacht vom Freitagsklos. Wenn er da jetzt noch eine größere Tageskerze dran steht, das stehen wir hier unten. Das stehen wir hier unten. Na, 8, 8, 8, 9. Ich bin sprachlos, meine Freunde. Ich bin sprachlos. Wir gucken mal, was er macht am Dienstag. Alles ist möglich. Weiten Sie Ihre Fantasie. Wir haben von einem normalen Dienstag, würde ich Ihnen sagen, nach dem roten Montag Aufwärtsgap. Nach dem Aufwärtsgap nochmal unten ans Tief ran. Dann Stabilisierung. Anstieg in den Mittag. Schafft er das, zum Mittag stabil zu bleiben, dann kann er sich gut hochdrücken. Hochdrücken heißt in dem Falle hoch an die 11.000, hoch an die 10.800 und hoch an die 11.261. Dieses Tief hier, das wird bestimmt schön schießen von unten. Kommt auch jetzt mit dieser Trendlinie hier zusammen. Ne, also das wäre ein interessantes Ziel von unten, 11.261 rum. Das soweit das. Genau, also das wären Rücklaufziele, wenn der Dienstagmittag stabil bleibt. Geht er aber zum Nachmittag, zum Dienstag auch nochmal auf neue Tiefs, ja, dann ist der Abwärtstrend weiter intakt und dann muss man auch zum Mittwoch nochmal mit Abverkaufswellen rechnen. So, das ist der normale Dienstagsverlauf, wenn der Montag schwach war. Ja, ich möchte aber jetzt auch, man kann hier nicht sagen,
Hier muss man jetzt auf Regeln achten, die in normalen Wochen funktionieren, weil das ist ja keine normale Woche. Das ist ja absoluter Ausnahmezustand. Das ist ja Wahnsinn. Das ist ja Crash. Das ist Crash. Also, wir haben jetzt wie viel verloren? 30% vom Hoch da oben innerhalb von 3 Wochen? Das, da, weiß nicht, müssen wir mal die Bücher durchgucken. Müsste nicht sowas schon mal gesehen haben. Na, ach, komm, so schlimm ist es doch gar nicht. Sind nur 25, sogar fast auf den Punkt genau. Ja, 25%, Wahnsinn. Das ist echt heftig. Also, auf dem großen Bild, ich meine, wir sind hier noch nicht drunter, aber das kann man nicht als schön bezeichnen. Steht ein bisschen ein Flatmuster im Raum. Gucken Sie mal, hier unten die 10.700, das war noch eine Marke, die wir aus der Monatsanalyse mitgenommen haben, wo wir gesagt haben, also entweder er zieht hier oben bis zur 14.500 durch oder er geht eben unter die 12.000, 11.800 zurück. Dann war ja hier Short Trigger aktiv, runter bis an die Kanallinie, da sind wir jetzt dran. Von dort nochmal hoch Richtung 11.400, das wäre dann, stand jetzt ja Gap Close, ne? Also dass er quasi das Gap Close zumacht, den Gap Close zumacht zum Freitag und dann eben nochmal runter hier Richtung 9.200 und dann sind wir auch bei dieser 8.000. So der Plan und der alternative Plan. Ne? Muss aber sagen, der ist schon extremst dynamisch unterwegs, kommt ja auch wesentlich eher rein. Ich hätte das eher um den Juli rum tendiert, taxiert. Die Bewegung, die ist einfach krass. Und ja, Flatmuster grundsätzlich möglich, dafür ist er aber schon echt schnell. Möchte ich also eigentlich nicht. Und dann müsste man jetzt schon fast hier mit einer Projektion arbeiten, dass man sagt, okay, wo ist vielleicht ein 161er? Aber echt, da kommen wir, das sind alles Ziele, die sind ja jenseits von Gut und Böse, ja. Sind wir hier bei 8.300. 8.300, das ist, glaube ich, das 2015er Tief, wenn ich mich jetzt nicht irre. Müsste hinkommen. Ich krieg den Chart leider nicht so weit zurück. Hört hier auf. Aber warten Sie, ich kann ja auch schnell auf dem Handy gucken, das finde ich. 2015, aber ich meine 8.350, das war 2015er Tief. Ja, das wäre dann unten noch drin, wenn es hier so weitergeht. Ich persönlich würde schon sagen, also ich würde erstmal an meinem Plan festhalten, der macht ja letztendlich das, was er wollte. Ne? Er sollte am Montag genau nach unten raus und die Leute hier umdrehen. Er sollte die Leute im Kopf umdrehen, dass die ja jetzt hier Angst kriegen und im Anstieg auch 10-mal überlegen, wie und was. Das hat er geschafft, das hat er gekonnt. Also, und die Grundthese war, dass er dann jetzt 2, 3 Wochen in die Erholung geht. So haben wir es am Donnerstag formuliert. Und letztendlich kommt er dem nach, wenn auch sehr extrem. Aber ich möchte bitte grüne Kerzen sehen. Also auf Stundenebene, 2-Stunden-Ebene. Ich möchte wirklich grüne Kerzen. Ich möchte ihn wieder über einer 10.700 haben, dass hier ein bisschen in eine Ruhe reinkommt. Dann schafft er auch die 11.000, dann schafft er die 11.200. Aber das wäre jetzt so vielleicht nach oben der erste Punkt, wo ich sage, das wäre schön, das wäre nochmal gut anzulaufen. Ja, also wir haben bei 8.350 tatsächlich das Tief, genau, nee, 8.700 war es gewesen. Da war das halt, das war 2014er, nee, doch, das ist das genau, 2016 das Tief. 8.700 habe ich hier stehen. Das heißt, das wäre dann da drunter, wenn ich jetzt mal hier, ich kann es Ihnen leider hier nicht zeigen auf dem Bildschirm, die Hochs aus 2000 und 2000. Was ist das hier 2008? Also quasi die Hochs, bevor die großen Crashs kamen. Die liegen bei 8.000. Ich glaube, das ist von oben jetzt eine schöne Anlaufstelle. Aber die sehe ich auch noch nicht jetzt direkt kommen. Also das ist ja, wenn man so will, ist es ja erst die erste Welle. Ne? Also von vielleicht möglichen 3 oder von möglichen 5. Beziehungsweise die erste von möglichen 2 Abwärtswellen. Und ich würde schon denken, dass da mal eine Erholung reinkommt. Aber das sind über alle Niveaus drüber, die mir dafür wichtig sind momentan. Also hier ist jetzt, wie gesagt, die 10.100 ist halt noch so, die magische 10.000 vielleicht auch, ne? Da hier einmal unter das Tief drunter gehackt. Ansonsten, ja, im 2-Stunden-Chart haben wir so ein bisschen den Bereich um 9.900, der sieht da ganz interessant aus. Ja, hier diese 9.900, 9.850, das wäre nochmal ein schöner Punkt. Aber ja, was soll ich denn Ihnen da sagen? Ich bin total sprachlos. Ich bin einfach total sprachlos. Ich möchte hier keine Pfeile reinsetzen. Wenn ich wählen würde, würde ich sagen, das ist noch drin.
Passt nicht auf den Tageschart, passt. Tja. Hier oben, was haben wir hier? 10,2, die ist dünn. Hier unten noch eine Unterstützungszone. Wir haben ja noch eine Unterstützungszone. Dann machen wir es mal einfach so. Wenn die kommen sollte, könnte die nochmal gut reagieren. Reaktionspotenzial würde ich von hier immer dann auch direkt erstmal wieder hochziehen. Wäre direkt erstmal die 10,430, ja. Und darüber hinaus dann die 10.800, die 11.000 und darüber eben die 11.260. Bis eben sogar an den Gap Plus ran. Damit muss man jetzt rechnen. Ne, bei der aktuellen Volatilität und bei den aktuellen Bewegungen kann es auch mal einen Tag mit 1000 Punkten nach oben geben hier. Das möchte ich nicht ausschließen. Aber ja, wir machen hier mal noch so eine kleine Linie rein, eine Art Long Trigger. Ich glaube, wenn wir den Bereich hier um 10.800, 10.900, na, hier eher mehr so die 850 vielleicht. Ne? Wenn es uns gelingt, über die 850 zu gehen, glaube ich, kann der DAX hier stückchenweise sich nochmal ins Gap dann vorarbeiten. Das können wir vielleicht noch so mitnehmen, weil wir dann von der Formation das einfach ausgekontert hätten. Und dann wäre hier gut Platz da. Vielleicht sogar bis auf den Gap Close. Ja, sollte man schon, also bei der Größe sollte man den schon mit im Radar haben. Es wäre auch verkehrt, den dann zu ignorieren. Die werden eigentlich echt oft auch nicht so krass offen gelassen, wie das jetzt war. Also das habe ich noch nie gesehen. Das habe ich noch nie gesehen. So. Ja, also wir haben das, wir haben das, wir haben das. Ich bin sprachlos. Ich glaube, wir müssen ausmachen. Ich muss einfach wirklich gucken, wie reagiert der jetzt. Wir brauchen Umkehrmuster, haben wir noch nicht. Das heißt, Stand jetzt müssten wir erstmal mit weiteren Abwärtsbewegungen rechnen. Ich weiß allerdings auch, dass aus diesem psychischen Verhalten, was wir beschreiben oder beschrieben haben, diese Kombi aus Freitag, Montag, Dienstag kommt häufig zum Dienstag einen Aufwärtsgap rein. Was nie reinpasst, das wirkt total störend und das irritiert die Leute und das bringt sie völlig von ihrem Plan ab und dann kommt nochmal das neue Tief, was die Leute dann noch mehr verwirrt und noch mehr unruhig macht und noch mehr aus dem Konzept bringt und dann steigt der Markt halt, ne? Das ist so eine schöne Kombo, wo es einfach in die Psyche reingeht halt, ne? Wo viele dann eben genau am Hoch Long drin stehen, am Tief dann wieder Short gehen und dann am Hoch nochmal versuchen Long zu gehen. Das ist dieses Spielen mit den Instinkten. Ja, das ist einfach was du häufig machst. Und ansonsten eben unten raus laufen lassen, keine Ahnung. Ich bin da jetzt auch nicht so der Freund zu sagen, hier kann man jetzt noch Short reingehen und halten, ne? Weil so eine Bewegung haben halt auch krasse Rückläufe halt, ne? Und das sehen wir auch immer wieder, egal was Ausgangslage war, ob das irgendwelche Kriege waren, irgendwelche Atomsachen, die getestet wurden. Ja, ob irgendwelche Banken total kollabiert sind, also es ist ja nun nicht der erste Crash, den wir hier haben, der mit Auswirkungen für die Wirtschaft hat. Man muss trotzdem aufpassen, dass man nicht zu sehr jetzt das Corona davor schiebt halt, ne? Es ist einfach jetzt eine Marktreaktion, die sich etabliert, da kommen jetzt Leute unter Druck, da müssen po Leute Positionen überdenken. Es gibt Leute, die sind 100% investiert jetzt nach hier unten gewesen, die haben richtig Fett verloren, die haben auch für ihre Kunden richtig Fett verloren, die müssen sich echt eine Platte machen, wie geht man damit jetzt um, ne? Können die nachkaufen, können sie nicht nachkaufen, wenn ja, jetzt, hier oder nicht. Also ich kann mir zum Beispiel auch vorstellen, sobald wir eine grüne Kerze kriegen, dass wir erstmal eine richtige Spacko-Kerze noch dahinter kriegen halt, ne? Weil dann erstmal so richtig viel Hoffnung reinkommt. Aber die wird man auch nochmal rausprügeln, da wird man auch nochmal Tiefs kriegen. Also das wird schon echt ein ganz schöner Akt hier in dem Jahr, das jetzt wieder gerade zu ziehen. Das kann tradingseitig echt Spaß machen, sobald der sich dann richtig einrennt. Momentan ist es mir noch ein bisschen zu panisch hier, auch wenn es ja, letztendlich trotzdem, also man kann jetzt nicht sagen, er beachtet jetzt hier nichts, ne? Hat auch dieses, wir haben auch im Dienst heute geschrieben gehabt mit dem Dreieck, was sich hier gebildet hatte. Wenn er dann tief unter die 550 macht, dann kann er eben nochmal unter die 420 und so weiter und so fort. Das klappt ja schon, also er hält sich schon an den Chart, aber die Bewegungen sind halt auch noch echt krass, ne? Und das ist schon nicht ohne. Also, ja. Nee, ich muss Sie heute vertrösten. Wir müssen hier morgen gucken, ob wir hier noch irgendwas Brauchbares rausnehmen können. Ich kann jetzt das nur mitgeben, was ich hier gesagt habe. Ja, hoffe, es hilft trotzdem. Also, sicher nicht die beste Analyse, aber was soll ich machen? Also, das ist Wahnsinn. Das ist einfach krass. Kann man nur kurz warten, bis da Ruhe reinkommt. Aufpassen, dass man sich nicht vertödelt.
ne, Risiko ein bisschen im Blick behalten, damit man hier auch in Schlagreichweite bleibt und vor allen Dingen noch handlungsfähig bleibt. Ne, und ja, also das ist krass. 3800, 3500 Punkte haben wir jetzt auf dem Tacho. Und das innerhalb von 3 Wochen. Nicht schlecht, Herr Specht. Gut, ich mach aus. Kann Ihnen hier nichts weiter sagen. Tut mir leid. Bis morgen.